Abgeordnete Stefan Brandner für die AfD-Fraktion. Meine Damen und Herren, wir reden heute über einen Antrag der Grünen, über den wir gar nicht reden müssten, wenn man im vergangenen Jahr auf uns von der AfD gehört hätte. Denn wie die Art und Weise, wie das Gesetz zur Musterfeststellungsklage hier vergangenes Jahr durchgepeitscht worden war oder worden ist, spottet jeder Beschreibung. Dem Entwurf der Bundesregierung zuzustimmen, war verantwortungslose Politik vom Feinsten, liebe Koalitionsfraktionen. Und ihr habt da mitgemacht, offenbar auch gesteuert wieder aus dem Kanzleramt, wie ich gestern schon ausführte. Zur Erinnerung, Herr Steinecke, Sie haben sich gerade über zu kurze Fristen beschwert. Nicht mal 2 Wochen hätten Sie Zeit gehabt. Aber wir berieten das Gesetz im vergangenen Jahr zum ersten Mal am 7. Juni 2018. Die Anhörung der 9 Sachverständigen erfolgte am 11. Juni, also 3 Tage später. Also 4 Tage später und am 14. Juni, also nochmal 3 Tage später, erfolgte hier die Schlussberatung und fertig war Ihr großkoalitionäres Murksgesetz, meine Damen und Herren. Dass dabei nichts Gutes herauskommen konnte, war jedem von Anfang an klar. Und Sie wissen ja selber, nur noch flotter ging nur die wegen akuten Geldmangels der im Aussterben begriffenen SPD im Hauruck-Verfahren durchgepeitschte Änderung des Parteiengesetzes. Ein hemmungsloser Griff in die Steuerkasse, das ging noch schneller, aber dieses Murksgesetz hier war auch nicht viel besser. Sie haben im Gesetzgebungsverfahren zur Musterfeststellungsklage beeindruckend gezeigt, welchen Stellenwert Sie auch Sachverständigenanhörungen beimessen, nämlich gar keinen. Für Sie gilt Augen zu und durch. Eine Anhörung ist für Sie offenbar nichts anderes als eine Scheinbeteiligung von Experten, die keinen Einfluss auf die wohl aus Ihrer Sicht unfehlbare und auf das aus Ihrer Sicht wohl unfehlbare Wissen der Regierungsfraktionen haben soll. Sämtliche Angehörten, Professoren, Vertreter von Verbraucherschutzverbänden und andere mit der Materie vertraute Experten waren sich einig, bis auf einen, dass dieser Gesetzentwurf, der im vergangenen Jahr vorgelegt wurde, entweder deutlich verbessert werden müsse oder aber gar nicht verabschiedet werden dürfe. Aber die zahlreichen Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge ließen Sie von der Großen Koalition einfach außen vor. Das war Koalitionsdilettantismus pur, meine Damen und Herren. Und von Anfang an hatten Sie auch nichts anderes geplant. Das sieht man ja daran an der überstürzten Ansetzung der 2. Beratung unmittelbar nach der Sachverständigenanhörung, als noch nicht einmal das Protokoll vorlag. Also nicht nur keine 2 Wochen, Herr Steinecke, das waren gerade mal 3 Tage. Das ist Ihr verschrobenes Koalitionsdemokratieverständnis, meine Damen und Herren. Unser Demokratieverständnis von der AfD ist das nicht. Das Ignorieren vernünftiger Vorschläge von sämtlichen, bis auf einen, von sämtlichen Experten, um in Rekordzeit das Gedenkgesetz oder ein Denkmal, wie der Kollege Mayer sagte, nur das Gedenkgesetz für eine nach Brüssel flüchtenden Ministerin umzusetzen, Herr das Brandner, war schlicht Sie eine Frage schlecht. Oder nee, das Bemerkung mache ich, deshalb mich das von Herrn auf YouTube Hoffmann? Nicht so gut. Dankeschön. Die YouTube-Zuschauer können das dann nicht nachvollziehen. Und natürlich kommen jetzt all diejenigen, die es wie die AfD schon vor einem Jahr gesagt haben, aus dem Gebüsch und sagen Ihnen, dass es nichts taucht. Die Grünen haben damit angefangen, Frau Rottmann hat damit angefangen und gerade dieser Problembereich scheint ja so ein bisschen zum Lebensinhalt von Frau Rottmann geworden zu sein. Sie fangen damit heute an, Frau Rottmann, zu Recht, wenn auch schlecht gemacht, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Dann fragt man sich natürlich, warum ist das ganze großkoalitionäre Murksgesetz hier so verabschiedet worden? Ich sage es Ihnen, das war um einer Bundesministerin, die auf der Flucht nach Brüssel ist, Spitzenkandidatin bei der Europawahl und mit dem Einzug ins Parlament könnte es für die SPD ja noch klappen. Ich glaube, sie liegen deutlich über 1% in den Umfragen immer noch. Das war darum, um ein Denkmal einer solchen Ministerin zu setzen. Aber was Sie hier aufgetischt hat, die Ministerin, die ja offenbar schon in Europa ist. Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Das war schlicht peinlich. Ich bitte Sie, zum Schluss zu kommen. Untauglich. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich hoffe sehr, dass Frau Barley nach Europa entschwindet und sich dort von der Rechtspolitik und der Verbraucherschutzpolitik möglichst weit fernhält. Vielen Dank. Dr. Johannes Fechner hat nun für die SPD-Fraktion das Wort.